Ist halt rennspielmäßig. Oh, Moment, ich muss das abdockern. So. Dockte der Dings ab. Da sagt man Bescheid, dass man um 23 Uhr anfängt zu streamen. Ey, was ist los? Man geht online. Ja, die Xbox muss jetzt ein Update machen. Ja, ich hab ein. Ja, ich glaube, du bist ja kein Preview-Mitglied, oder? Ja, ich bin ja ein Preview-Mitglied und ja, die haben ja jetzt ein neues Update reingemacht. Ich weiß nicht wofür, aber mal gucken. Ich muss mir die Patch-Notes mal durchlesen, was die da tunen. Ein Haufen. Ja, mal gucken, vielleicht komme ich nachher auch noch GTA spielen. Bitte! Willkommen übrigens bei Sebastian Löb, Rally Evo, zur zweiten Folge des Karrieremodus. So. Scheiße! Alle Scheiße! Ein Chaosrennen bestimmt, ne? Na, hast du die wieder, hast du, Kuhn, hast du wieder irgendwie ein Auto, was über 1 Million geholt? Entweder werden die Autos in GTA immer, entweder werden die Autos und das Tuning in GTA immer teurer, oder wie soll man denn all das Geld denn bitte schön herkriegen? Das ist ja richtig krass. Okay. Ja, das kommt immer ein bisschen spät. Joker Lab Tutorial. Was? Nein. Direkt Vollgas. Rallycross in Los Angeles. 3, 2, 1, 1. go. 3, 2, 1, go. Oh, ab! Ja, kann man so sagen, also es hat die Elemente. Du hast halt wieder hier, indem du halt wieder normale Rallye-Etappen und auch Rallye-Cross und so fährst. Habe ich jetzt gerade eine Abkürzung genommen oder was war das? Oh, ich bin eine Strecke gefahren, die man eigentlich nicht vorgesehen war. Geil. Bin ich ein bisschen auf einer falschen Fahrbahn, egal. Es hat eigentlich alles Rallycross. Das ist so ein Mittelding zwischen WRC5 und Dirt Rally auf dem PC. Habe ich ja in der ersten Folge schon gesagt. Es ist ganz cool auf jeden Fall. Kann man. Wow, so. Jo. Da werde ich erstmal gedreht. Alter, was? Joker Lab.
Ja, ich glaube, das muss ich nochmal starten, Alter. Das ist ja echt krass. Okay, die Strecke ist heftig. Ich glaube, die Gegner lasse ich auf Mittel. Das ist schon echt. 3, 2, 1, go! Beim Rallycross sind die schon ein bisschen schwieriger. Ja, 20 Sekunden ist da so ungefähr drin immer. Oh, warte mal, ich fahre geradeaus, hier ist besser. Nein! Ja. Jo. Den habe ich mal ein bisschen zur Seite geräumt. Au. Boah, Gott, oh Gott. Boah, die Strecke muss ich echt noch. Alter Falter. Ja, nicht schwer, aber die Gegner sind schon echt heavy. Also, die fahren schon schnell. Aber obwohl ich das auf Mittel stehen habe. In den normalen Rallyes, ey, da bist du immer so 10 Sekunden entfernt vorne und hier bei Rallycross, da geben die richtig Gas. Aber gut, gucken wir mal. Nein! Dreh mich nicht! Das ist ja mehr so ein. So, jetzt aber. Jetzt, ne? So. Ja. Ja, nachher spiel noch ein bisschen, nachher spiel noch ein bisschen Soma. Ein bisschen Horror für den Abend. Ne? Danach. Ja, danach zocke ich nach Zuma, wenn ich da irgendwann mit fertig bin, zocke ich Stairs. Das ist auch ein cooles Horrorspiel. Das ist, ja. Kennst du das Spiel 4? Mit der Alma, mit diesem kleinen Mädel? Genau. Ja, das ist so mit das erste. So richtige coole Horrorspiel gewesen, was damals rauskam. Nee, weil hat jetzt nicht im fernsten Sinn mit dem Spiel zu tun, nur in Stairs ist auch wieder so ein kleines Mädchen, spielt auch wieder so die Hauptrolle, was den Gruselfaktor angeht.
Jetzt habe ich es geschafft. Jawohl. Erfolg freigeschaltet. Rallycross Ass. Gewinne ein Rallycross-Event in einem Offline-Modus. Der Kuhn, Hallöchen. Jo, Bett der Maulwurf wieder da. Namen, schade, bin schon zu spät. Wenn gleich Spam spielst. Aber du sagtest ja letztens auch, dass Löb Evo eigentlich erst Sonntag weiterspielen wolltest. Hä? Ach so, dieses Eigel, es ist kein Name. Das ist einfach nur wegen dem Punkt. Naja. Nee, Sebastian Löb habe ich ja gesagt, spiele ich ja heute weiter. Oder falls ich gesagt habe, spiele ich Sonntag weiter, wollte ich auch heute weiterspielen. Also das ist einfach so. Deswegen habe ich mir gedacht, so zocke ich mal ein bisschen. Morgen ist Formel 1 und genau, Project Cars. Morgen ist Formel 1 und Project Cars am Start. Fahre ich morgen, glaube ich, in Hockenheimring und weiß nicht, was die nächste Strecke dann ist. Also die nächste auf jeden Fall Hockenheim, die übernächste, weil wir fahren ja zwei Rennen. Soma, genau, Soma spiele ich nachher. Ich wollte das eigentlich Freitag spielen, aber das ist egal. Mach ich am Wochenende. So. Was ist T9? T9 Props. Ja, Props, Problem, Props. Nee, gestern habe ich ein bisschen Division gezockt. Das ist jetzt auf dem YouTube-Kanal. Kann man das jetzt nochmal sehen, die erste Folge. Die Beta. Ja, ich hab's einfach mal, ja, manche Betas darfst du nicht streamen, aber ich hab's einfach mal gemacht. Ist okay gewesen. Ich hab jetzt nicht wirklich Nachricht oder so gekriegt. Naja. 3, 2, 1, go. Links 5 lang, 90. Links 4 plus und rechts 4 öffnet sich 80. Rechts 40. Achtung, links 5 schärfer in Haarnadel links. Was meinst du jetzt, was du da fährst oder ich fahr? Rechts 6 über Hügel und links 6 minus und rechts 6 minus. Nee, das ist ein Peugeot ist das, was ich fahr. Achtung, rechts 2 plus lang. Links 5 plus und rechts 5 minus lang. Ach so, nee, das ist ein Peugeot. Dieser Dings drauf vorne. Ja. Rechts 4 plus und links 4 öffnet sich. Ja. Und rechts 6 plus. Genau. Und links 5. Ja, ja. Rechts 6 plus in links 5 plus. Rechts 3 öffnet sich 6. Links 3 lang öffnet sich 6, 60. Geil! Super. Da fährt er wieder auf zwei Reifen. Nur diese Kurven zu eng nehmen hier. Ne? Rechts 2 plus 60. Links 4 plus 40. Rechts 6 minus und links 4 scharfer.
links 6 minus 50. Ja, ich kann ja nur dreimal zurückspulen, danach habe ich die Arschkarte. Und links 6. Und rechts 2 über Brücke. Hügel in rechts 6 und links 4 plus 60. Jawohl, jetzt habe ich wieder vorne mit dabei Anschluss gefunden. Links 6 plus, in rechts 6 plus, in links 5 plus, links halten 100. Links 5 lang und rechts 6, in links 6 minus. Rechts 6, schärfer 2, in links 4, öffnet sich 6, 40. Ja, das sind ja alles originale Fahrer rechts hier. 6, 40. Im Rallye-Sport. Links 4, schärfer und Sprung, in rechts 6. Ne? Links 6 und rechts 6 über Hügel, in rechts 4, links 4 plus 40 über Kuppe. Rechts 5 lang, 40. Rechts 6 plus über Hügel und links 6 plus 40 über Kuppe. Rechts 5 plus, in links 5 plus, in rechts 6, 40. Links 3 plus und rechts 5 minus und links 5 plus. Ja, das sind die ganzen einzelnen Dinger am Ende. Wenn er zum Beispiel am Ende der Kurve sagt Plus, dann ist die Kurve nicht so stark, also die ist dann etwas leichter, aber Minus verengt sich die Kurve, also ist sie dann schärfer. Ist alles so, ja, wenn er sagt links die Zahlen, 6 leichteste Kurve und 2 ist die härteste und dann kommt H für H-Nadelkurve. Und dann ist noch hier links 5 in. Rechts 5 heißt, die Kurve geht nahtlos in die andere über. Wenn er sagt und links 5 heißt, das zwischen den beiden Kurven ist noch eine kleine Gerade, die dann kommt. Also das wird dir alles erklärt am Anfang. Links 5, 70. Das sind die Pace Notes, sozusagen dieser Aufschrieb, was da für eine Kurve kommt und so. In links 5. Rechts 6 und links 4. Ja. Rechts 3 minus und links 4 öffnet sich. Ziel. Ja, nur man hört dich leider nicht, weil die Party der Xbox haben sie ja nicht so wie bei der PlayStation, dass man die anderen dann alle hört, leider. Nee, genau. Das Xbox-Headset, das ist ja so empfindlich, ne? Also T9 korrigiert. Ach, dieses. Stimmt, T9 ist ja dieses Korrigierer-Programm. T9 korrigiert eigentlich die Wörter, dass jeder Buchstabe nur einmal drücken muss. Ja, stimmt. Ich habe jetzt T9-Wörterbuch da auf Handys, weil ich im Büro hatte, ich immer gehasst habe. Das war erst, weil ich ausgestellt habe. Nö, es ist, wenn du Wörter schreibst und dann kommen manchmal andere Wörter raus, dann denkst du so, was hast du da jetzt geschrieben? Ich weiß nur damals die Fehler vom ersten T9 von diesem Buch, wo du Nase schreiben wolltest, er aber aus Nase erstmal Nazi gemacht hat. Na, das musste dann schnell korrigiert werden. Ja. So ein Ding zu programmieren ist deswegen, also. Ich habe das zwar immer an, dass der am Anfang den Buchstaben immer groß schreiben soll. Das ist das, was ich als einziges anhabe. Mehr aber nicht. So, die anderen Sachen habe ich alle aus. Er zeigt dir oben die Wörter an. Sozusagen, also falls du nicht weißt, wie das Wort geschrieben wird, kannst du oben das anklicken sozusagen, aber er verändert das automatisch nicht mehr sozusagen. Er schreibt nur oben dann die Vorschläge, was du meinst, so weißt du? Das ist so die verbesserte Version.
Und was meinst du jetzt? Auf Androids. Ach so, na, vielleicht fällt es ja noch ein. Ja. Ja, diese Swift-Key-App, die ist schon, die ist nicht schlecht. Ja. So, das finde ich gut. Wir fahren ja alle Länder mal kurz durch. Wir sind jetzt in Finnland unterwegs. Finnland ist ja bekannt für die schnellen Rallyes. Ja, nicht viele Kurven, dafür aber mächtig heftige Sprünge. Finde ich so cool. Hinter manchen Sprüngen haben sie sogar, ich weiß nicht, ob sie das hier übernommen haben, aber hinter manchen Sprüngen haben sie da wie so bei Olympia, dieses Weitsprung, diese Meteranzeige. Und so sind ja am gucken, wie weit wer am weitesten kommt und messen ja auch rekordmäßig. Ja, das machen die im echten Rallye-Sport. Ja, so cool. Rechts 6 lang und links 3 plus übersprungen in Kuppe 50. Nee, es gibt halt. Rechts 6 plus in Sprung 40. Es gibt halt hinten, von hinten gesehen, einmal nah, einmal ein bisschen weit weg. Und dann gibt es halt die Cockpit-Perspektive. Und die ein bisschen vorne an der Armatur, also am Fenster direkt die Sicht. Die ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich fahre gerne nur die Motorumsicht. Übrigens, wenn es so ein klein mal ein bisschen ruckelt, so klein wenige Ruckler gibt, dann liegt das nicht an Twitch, sondern das ist wirklich hier so ein bisschen wenig am Ruckeln. Entweder ist das deswegen, weil ich gerade am Stream bin, oder das muss noch gepatcht werden von Milestone. Dass es von dem Spiel aus ist. Rechts 6 plus 40. Hügel 40. Nee. Das ist so diese kleinen Ruckler, die da ein bisschen kommen. Teilweise. Das ist, Links 6 und rechts 5. Wow. Das meinte ich mit Sprung. Das meinte ich mit Sprung. Was? Ach so, Ausrufezeichen heißt, Achtung. Da, weiß nicht, da ist irgendwas, so ein Stein oder irgendwie, auf jeden Fall was an der Strecke ist, liegt. Zum Beispiel, Achtung, Baumstämme. Richtig. Man sollte manche Sprünge auch nicht wirklich voll nehmen, habe ich gerade gemerkt. Links 6 plus in rechts 6 plus in links 6 plus 40. Rechts 6 plus 50. Rechts 6 in links 6 50. Rechts 5 und Sprung in rechts 4 lang, schärfer über Hügel 40. Oh. Links 5, wer was, wer was? 80. Rechts 6 lang 180. Der Cookie. Achtung, rechts 4 übersprung und links 4 okay. Übersprung 60. Oh, au. Sprung und links 6 plus in rechts 6, 80. Ja. Rechts 6 plus in links 6, 40. Achtung, links 4 scharfer in rechts 6. Links 4 scharfer, 40. Ja. Er hat mich aber noch ein kleiner Busch weggehalten davon. Ach, das sind, ach, zum Übrigen, habe ich auch letztens schon gesagt, das sind ja alles echte Rallye-Strecken, ne, diesmal. Also in dem Spiel haben sie wirklich die originalen Rallye-Etappen genommen. Links 4 plus 40.
Achtung, Kuppeln rechts 4, Langschärfer 150. Ja, nee, nicht eher mit so einem Messgerät, sondern die haben da, die sind links da wirklich hergegangen und haben die Strecken dann ins, in, Achtung, ins Virtuelle reingekriegt. Also nicht Laserscan-mäßig, sondern... Rechts 6 und rechts 5 lang. Also so, ich sag mal so, so wie du es jetzt hier siehst, wird das vielleicht nicht aussehen. Also die haben ein bisschen Bäume noch dazu gemacht oder ein bisschen verändert, aber die Streckenführung, sagen wir mal so, die ist original. Reicht das? Ja. Alter, das ist eine Rallye. Etappe meine ich. In WRC 5 vorhin hatte ich, glaube ich, in ein paar Wertungsprüfen, wo ich da im Reparatur in der, im Lager stand, glaube ich, da war kein, keine Schürze mehr dran vorne, die Motor war auch weg. Also der Kühler war, der hat auf jeden Fall viel Luft vorne gekriegt. Auf jeden. Ja, wenn der Kühler kühl bleibt, dann ist der Motor zufrieden. Franciacorta International Circuit. Italien, würde ich mal so nennen. Ja, wenn ich mir das Logo angucke, dieses grün-weiß-rote, würde ich sagen Italien. Franciacorta. Ja, die italienische und französische, die Sprache, die ist... Die sagen wir so, die Wörter sehen ja fast identisch aus, also fast nur halt werden anders betont im Italienischen, im Französischen. Hör mal, ich bin froh, wenn ich Deutsch und Englisch kann. Beziehungsweise Deutsch sowieso, aber Englisch halt, ne? Ernsthaft? Ja. Wenn man da kann Französisch noch so auf Platz 1 stehen. Ich werde nie Französisch können, weil ich finde die Sprache einfach, die ist... Die hört sich zwar schön an bei manchen Dingen, aber... Ich weiß nicht, ich... Für mich wird es sehr, sehr schwierig sein zu lernen. Also bis ich die, ich glaube... Drei. Ne, das ist... Eins, go. Ich bin ganz gut klargekommen, als ich in Cannes war, Urlaub gemacht habe. Also von daher ist das auch super. Reicht. Nein! Geh weg! Ich muss... Ja, genau. Kann nix sehen, wenn der vor mir ist. Alter Falter. Oh, nee, das war ein Ford Fiesta. Oh. So, jetzt bin ich gerade abgehoben. Das war gut. Dann konnte ich ein bisschen von oben sehen, was gleich kommt. Oh. So. Nee, jetzt ruckelt's nicht, jetzt läuft's flüssig gerade. Ach so, ja. Ja, ist Rallycross, ne? Da will jeder vorne mit dabei sein und kennst das ja. Oh.
Oh! Scheiße! Warum kann man die anderen Bahnen auch fahren, obwohl die ausgegraut sind? Warte mal kurz. Meine blöde Frage, weißt du, wo es günstige PS4-Spiele gibt? Geht also nicht, ist nicht günstig. Kia am PC, glaube ich, www.spielegrotte.de. Das ist ein schöner Internetladen, wo es auch Spiele, ja, sagen wir so, die sind auf jeden Fall teilweise günstiger als im Laden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neues Spiel rauskommt, ja, kriegst du im Laden, kostet dann 69 Euro, bei Amazon vielleicht auch, und bei Spielegrotte kriegst du die für 60 oder sogar für 50 Euro, je nachdem. Da gibt es auch für alles, und das Beste ist, bei Spielegrotte kann es auch sein, wenn du Spiele bestellst, also vorbestellst, und die dann und dann rauskommen, kann es sein, dass du bei Spielegrotte schon die Spiele ein paar Tage vorher bekommst. Also ich habe noch nie erleben müssen, dass du bei Spielegrotte die Spiele zum Release bekommst. Also wirklich zum Release-Tag. Entweder einen Tag vorher oder sogar eine Woche vorher, wenn du Glück hast. Die sind echt cool, Alter. Bei Spielegrotte. Ja, sag ich ja, da kostet die, sag ich ja, also Spielegrotte ist eine echt coole Seite, weil die, die ist mit, also irgendwann habe ich in so eine Computerzeitschrift in der GamePro oder was damals war das oder so, da haben sie immer so Spiele verglichen, wo die am billigsten sind, und da war Spielegrotte immer mit oben die erste Seite, wo es halt am günstigsten die Spiele gab. Und irgendwann habe ich mich auf der Seite mal registriert und bestelle da jetzt neuerdings auch meine Spiele. Oh, oh, scheiße, der war nicht gut. Drei, zwei, eins, go! Alles richtig, das war die Joker-Lip, die musst du einmalig fahren. Ach so! Ja, ja. Ist halt immer noch echt cooles Spiel. Na, die Joker Lab muss ich einmal nicht fahren. Alles klar. Jui. So, jetzt muss ich gucken. Ich will nicht mehr die größten. Ah, hier geht's rein. Okay. Nee, diesmal nicht. Diesmal habe ich aufgepasst. Ach! Oh, hier geht's ja rechts rum. Warum ist hier? Ich glaube, hier ist überhaupt nichts abgesperrt, Alter. Es ist doch. Hier ist nichts. Aber sogar. Doch, ist was abgesperrt. Aber jetzt bin ich gerade. Da, wo ich gestartet bin, oben, bin ich gerade wieder raufgefahren. Ja, schön. Ja. Und. Yay! Und hier rein. Sehr schön. Wow. Wow. Nein. Was? Echt? Ich hab's für... Ach so. Ja, also ich hab's bei Spielergrotte, hab ich's für 60 Euro gekauft. Thank you.
Nee, glaube ich. Also 70 Euro ist... Milestone ist halt so ein Spieleentwickler, wo die Spiele immer im Moment nur bei 60 Euro bleiben. Also bei Milestone habe ich nicht wirklich gesehen, dass die Spiele irgendwie runtergehen auf 50 oder 40 Euro billiger werden. Auch bei MotoGP und so nicht. Ich weiß nicht, weil die Spiele halt so einzigartig sind von denen aus gesehen, wahrscheinlich. Habe ich mal gelesen. Also auch jetzt, wo lange Zeit, zum Beispiel MotoGP 2014, wo das 15er draußen war, war das 2014er immer noch bei 60 Euro. Also, ich weiß nicht. Entweder, weil die Spiele halt so einzigartig sind, oder... Hä? Ja, warum habe ich jetzt eine Joker-Strafe gekriegt? Drei, zwei, muss ich... eins, go. Ja, was meint... Ja, was meint ihr mit Joker? Meine ich halt... Meint die, dass man diese ausgegraute Straße da oben fahren muss, oder was? Ist das diese Joker-Dings, oder was? Weil das wurde mir jetzt noch nicht wirklich erklärt, aber ich hätte auch mal das Tutorial mir ansehen sollen von Joker Lab. Gucke eigentlich sonst immer dieses... Ja, ich mache ja sonst immer dieses Tutorial. Aber wahrscheinlich ist da diese ausgegraute Strecke da oben fahren. Ich glaube, Joker Lab ist wirklich, dass man diese ausgegraute Strecke da einmal fahren muss. Ah, ja, okay, alles klar, danke. Dann weiß ich Bescheid. Ja, ne? Einfach mal auf die Schippe genommen und fertig. So, jetzt muss ich die... Ah, okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Einmal muss ich die fahren. Gut. Mache ich beim nächsten Mal nochmal das Tutorial, damit ich das auch habe, weil gerade für den Stream mache ich ja immer die ganzen Tutorials und Sachen, damit die auch die anderen Leute das alles alle verstehen. Ah, jetzt auch Haken drin. So. Nicht wegrutschen. Alter! Nee, ist klar hier. Ey, der Icon, der macht hier einen auf weghauen. Na, warte. So, was du kannst, kann ich schon lange. Das mache ich natürlich nur mit den KIs, weil mit denen macht es am meisten Spaß. Da kannst du dich gerne auslassen. Ja, es ist immer so. So, aber grundsätzlich, wenn ich online fahre, bin ich also mit der fairste Fahrer überhaupt im Rennen. Aber gut, ne? Online-Rennen fahren ist natürlich so die Sache. Wenn du dann mit so sogenannten Crash-Kids zusammentust, die auch YouTube-Videos machen und zeigen, hey, guck mal, ich kann Autos rammeln. Finde ich immer am geilsten, weißt du, du versuchst dann ein Rennen zu fahren, ey, und dann kommen die und rammen dich mit voller Absicht weg. Der Moment ja bei Forza ist ja so, dass da hinterher diese Liga-Rennen bei Forza 6, je nachdem, was du für eine Stufe bist. Irgendwann bist du ja Elite und nach Elite kommt auch Supersportler, aber ab Elite hast du dann nur noch durchsichtige Kollisionen an, das heißt... Also keine Kollision, sozusagen Geisterfahrt. Du fährst durch die anderen Leute durch und machst deine Zeit, haust du da rein. Ja.
Trackmania ist eigentlich mit das beste, simpelste PC-Spiel überhaupt, was auch in der sämtlichen Liga an E-Sports und alles gefahren wird. Das ist einfach nur, du hast ein Auto, beziehungsweise jeder hat dasselbe Auto, es gibt nur eins. Du kannst einfach nur die Farbe auswählen von dem Wagen, ob du jetzt zum Beispiel bei Stadium, bei dem Thema Stadium hast du halt die ganzen Länder, kannst du dir halt aussuchen und bei Canyon halt nur Farben und so weiter und so fort. Und da geht's einfach nur alleine ums Zeitrennen. Du hast eine Strecke, du fährst einfach deine Zeit und musst gucken, wer die beste Zeit gefahren. Du fährst durch die ganzen Leute durch, also es gibt keine Kollision, nichts. Einfach nur Auto nehmen, fahren und versuchen Zeit hinzukriegen. Ne? Ja. Deswegen, ich warte hier auf das Trackmania Turbo. Das hole ich mir erstmals für die Konsole. Bei Sector Battle heraus. Genau, treten die Fahrer auf einer Rallycross-Strecke gegeneinander an, mit dem Ziel, in so vielen Sektoren wie möglich Bestzeit zu fahren. Jeder von dir gesicherte Sektor wird grün markiert. Wenn deine Zeit jedoch unterboten wird, musst du den Sektor erneut sichern. Es gewinnt jener Fahrer das Event, der sich bei Ablauf der Zeit die meisten Sektoren gesichert hat. Ja. Ja, ein bisschen Delay ist hier drin im Stream, das ist aber normal. Ja, genau, Trackmania Turbo, das werde ich mir auch mal gucken, ob ich mir für die PlayStation 4 oder für die Xbox One hole. Weil ich müsste mir so langsam für die PlayStation 4 eine Festplatte holen, eine 2 Terabyte, weil ich muss immer wieder Spiele löschen. Ja, also nicht, die Speicherdateien bleiben drauf, nur ich muss die Spiele löschen, damit ich wieder Platz habe. Also ich werde mir jetzt, glaube ich, weil ich werde mir für die PlayStation 4 Plants vs. Zombies 2, Garden Warfare 2 holen. Und da werde ich mir dann, es ist richtig geil, ich habe die Beta gespielt. Das Spiel macht voll Bock, ohne Scheiß. Okay. Nö, wir haben das jetzt ein bisschen erneuert gemacht. Da hole ich mir dann eine 2 Terabyte Festplatte. Aber bei der PlayStation ist das nicht so einfach, weißt du, da musst du die genau dieselbe Platte holen, so nur in 2 Terabyte. Das heißt, du machst da oben die Klappe ab, baust die aus, die ist ja da oben drauf, mit ein paar Schrauben auf, machst die alte raus, nimmst die neue rein, schraubst die zu, machst die Klappe drauf und dann musst du mit einem Stick halt die PlayStation-Software und so, wie steht im Internet, aber alles beschrieben, wie das geht. Ist total einfach und dann soll's halt laufen und dann hast du eine größere Festplatte. Ne? Bei der Xbox natürlich total einfach, da schließt einfach an einem USB-Stick da eine 2-Terabyte-Platte an, die konfiguriert sich und dann hast du sofort den Speicher drin. Da das Sony nicht schafft, das war keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Aber gut. Ja, wie gesagt, Trackmania Turbo, das wird auch richtig cool. Da gibt's sogar den Modus, dass zwei Leute eine Karre steuern können. Ja, du fährst. Ja, das macht total Fun, weißt du. Du musst dich halt absprechen, so, ey, nach rechts oder nach links, wer lenkt und so, das ist echt krass. Sektorangriff. Das ist wahrscheinlich wie bei Dirt, dieses Dominator, wo du für Sektoren Zeit aufstellen musst und die musst du halt gut machen, damit du. Ein bisschen haben sie. Mal gucken, ob ich eine gute Sektorzeit aufkriege. Dürfte ich eigentlich. Eigentlich bin ich schon mal schnell unterwegs. Echt? Oh, nicht auf zwei Rädern. Oh. Ja, einen Sektor habe ich nicht. Doch, jetzt. Oh, den nächsten auch nicht. Schade. Ah gut, ich habe im Moment 3 Sektoren. Bin damit am Führen. Das ist gut.
Genau. In dem Sektor muss ich einfach versuchen, die schnellste Zeit des Abschnitts. Oh, es sind nur noch 5 Sekunden. Dann habe ich das gewonnen. Scheint so. Ja. Oh ja. König der Sektoren. Gewinn ein Sektor-Battle im Karrieremodus. Erfolg freigeschaltet. Hab leider keinen, der mir die Platte einbauen oder zubauen kann. Ich traue mich das nicht, aber gut, ja immer die 1 Terabyte Edition. Ja, das stimmt, die braucht man auch. Nein, aber du kannst auf, guck mal auf der Seite hier, PlayStation Festplatte austauschen, PlayStation 4 Festplatte austauschen. Da ist eine Seite, da wird das so gut erklärt. Du musst einfach links oben die Klappe abschieben und dann einfach mit Schraubenzieher, zack, 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 löst du die eine Festplatte raus, das Stecksystem, baust die andere rein und fertig. Also das soll ziemlich einfach sein, aber ich finde ein bisschen aufwendiger. Hoffentlich schafft es vielleicht Sony, bevor noch irgendwie das so einzustellen, dass man mit USB einfach so eine Festplatte anschließen kann, wie bei der Xbox, dann hat sich das auch erledigt. Ich meine, da kannst du nicht viel falsch machen, da oben, genau. Ich meine, da kannst du nicht viel falsch machen, das ist einfach nur Schrauben, ich habe mir das mal angeguckt. Das ist einfach nur Schrauben abdrehen, Festplatte rausstecken, neue reinstecken, Schrauben wieder dran packen und fertig, weil oben links, das Fach, das ist eigentlich nur für Festplatte, also du kannst da nichts kaputt machen, weil an die ganzen Platinen in dem Kasten kommst du eh nicht dran, das ist oben nur halt das Ding für die Festplatte. Also kaputt kannst du da nichts dran machen. Das ist halt das Gute daran. So, das erste haben wir geschafft. Jetzt kommt die Class 2WD Pro Series. Die hat nur 7 Rennen. Diese Rennklasse besteht aus den führenden Fahrzeugen mit Zweiradantrieb. Für Profi-Rennfahrer entworfen, sind sie als Einzige in der Lage, ihr volles Potenzial abzurufen. Die Rennklasse umfasst Fahrzeugklassiker wie den Citroën Saxo Kit Car, moderne Modelle wie den Toyota GT86 CSR3 und den Suzuki Swift S1600. Sie sind besonders leistungsstark und können auf der Strecke eine Show abliefern, die den leistungsfähigeren Modellen in nichts nachsteht. Genau, 4WD ist Vierradantrieb, da werden alle 4 Räder angetrieben und Zweiradantrieb ist halt entweder Front- oder Rückantrieb. Also das heißt, entweder die vorderen Räder werden angetrieben und die hinteren rollen halt nur mit oder die vorderen rollen mit und die hinteren werden angetrieben. Also das ist, und das ist alles so, je nachdem. Wenn du einen Heckantrieb hast, dann kannst du damit mehr driften, bei Frontantrieb kannst du, kommst du halt besser um die Kurven. Deshalb sind bei manchen, ich glaube sogar bei manchen Championships-Liga-Dinger sind halt nur so und so, weil Frontantriebler mit Heckantriebler kannst du nicht zusammenfahren. Lass mal die Frontantriebler besser um die Kurven kommen, besser fahren als die Heckantriebler. Aber das ist halt, da musst du gucken. So, wir, oh. Da kommt man hier rum. Oh, die haben aber sehr viele Orte hier reingepackt, ne? Das ist cool. So, jetzt fahren wir in Wales. In die Britannia. So, wir gucken. Ach, warte mal. Jetzt weiß ich, warum er an manchen Stellen so langsam war. Man kann ja sein Auto auch aufmotzen, ne? Kann das sein? Du kannst das Aussehen deiner Rennwagen mit neuen Rennlackierungen individuell anpassen. Der erste Anpassungsslot ist immer der Teamrennlackierung vorbehalten. Jo. Das bedeutet, dass jede Modifikation an der Rennlackierung im ersten Slot auf alle Fahrzeuge in deiner Garage angewandt wird. Ja, da gebe ich dir recht. Das wäre auch richtig cool, wenn Sony das machen würde. Aber gut. Hm. Offizielle. Ah, jetzt kann ich mein Auto auch anpassen. Beschriftung und Teamfarbe. Dann wollen wir mal Teamfarben.
Ja. Ah, Erfolg. Der Lack ist dran. Achso, ich glaube, ich sollte erstmal die Farbe einstellen. Damit ich sehe, wie das aussieht. So. Dann wollen wir unser Auto mal anpassen, ne? Dann sieht es auch wenigstens teammäßig aus. Einige coole Sachen dabei. Warte mal, wo war diese eine Lackierung nochmal? Die hat mir ziemlich gut gefallen. Ah, die sieht cool aus. So, jetzt können wir die Farbe. Seidenmatt. Nee, Metallic. Ja, Metallic, genau. Das erste ist Metallic. Oh, Saturn. Nee, das ist dann wieder zu dunkel. Deckend? Das ist Hochglanz wahrscheinlich. Nee, das ist Hochglanz. Chrom. Nee, das machen wir Metallic. Das Schwarz machen wir dann. Chrom sieht cool aus da drauf. Ich mach Chrom, das ist Farbe der Radfelge. So, was kann denn das noch hier? Händler. Ah. Okay, hier kann man Autos kaufen. Also, warte mal, meine Wagen, kann man die nicht noch... In Dings kann man die auch noch tunen. Also in Ride, in diesem Motorradspiel von Milestone. Da konnte man die Dinger auch... Ich glaube, die kann man hier nicht wirklich tunen, die Autos. Ist auch nicht wirklich schlimm. Dann holen wir uns kurz einen neuen Wagen. Ja, kennen wir schon.
Wir brauchen ein neues Auto. So, was nehmen wir denn? Der ist gesperrt. Oh, warte mal. Jetzt so coole Sachen. Der GT86 CS, der sieht natürlich geil aus. Ist unter anderem mein Lieblingsauto. Aber Renault Saxo Kit Car. Der erinnert mich ein bisschen vorne so an so ein Seat Ibiza. Weil der Seat Ibiza sieht vorne auch so aus. So ein bisschen so in dem mit den Lichtern und so. Nur so ein Renault Clio ist auch nicht schlecht. Ja, den habe ich, Need for Speed habe ich den auch. Der sieht echt cool aus, der Wagen. Er ist schon geil. Ja. Bei Need for Speed sieht er erstmal richtig Hammer aus in den Tunes. Ja, musst dir teilweise auch noch Autos kaufen für die anderen Ligen. Ja, das finde ich ja, das finde ich ja nicht schlecht. So hat man dann, sag ich mal, viele Autos, die du dann in deinem angepasste Beschriftung, ne, Teamfarben. Genau, Teamfarben, das will ich. Dann hast du einige Autos dann in deiner Garage sozusagen drin stehen und hast nicht mal nur den einen gleichen. Ist finde ich cool. So. Ja, bei manchen Spielen ist halt so, da kriegst du dann so Erfolge, wie zum Beispiel, hab so und so viele Autos in der Garage. Bei Forza Motorsport 4 damals, oh Gott, ey. Hab alle deutschen Autos, hab alle britischen Autos, hab alle japanischen Autos, hab alle amerikanischen Autos, hab so und so viele Autos, hab alle Autos des Kontinents Amerika, alle Kontinent Europa, alle. Du hast da sau viele Sachen gehabt, aber deine Garage war auch so riesig, du konntest die Autos ja auch alle kaufen und aufnehmen, ne? Saxo Kit Car, bitte. Genau, der Saxo Kit. Saxo Kit Car, ja, der auf jeden Fall diese kleinen Autos. Nee, ich bin kein Citroën-Fan, das ist mehr so, ist nicht so. Ja, die kleinen Autos da alle: Suzuki Swift, Citroën Kit Car, Renault und dann so ein GT86 von Toyota, weißt du, das ist. Total irgendwie komplett was anderes. Drei, zwei, eins, go. Rechts 6 plus 40. Rechts 6 minus in links 6 in rechts 6 plus. Rechts 5 in links 5. Rechts 6 plus in links 6 plus in rechts 6 minus. Links 3 minus und rechts 3 in links 4. Oh. Rechts 2 plus, ja, links 3 lang schärfer. Rechts 3 plus in links 5. Rechts 4 schärfer in links 3 100. Rechts 4 sehr lang und rechts 5 in links 5. Genau. 50. Boah, stell dir mal vor, du spielst ein Rennspiel. Ja, stell dir mal vor, du spielst ein Rennspiel. Mit Lenkrad, richtig, mit so einem professionellen Lenkrad. Und das Ganze noch Oculus Rift, also richtig Virtual Reality so. Links 4 öffnet sich 50. Das ist richtig nice, ohne Scheiß, weil dann fühlst du dich wirklich, als wenn du mitten in so einem Rennwagen drin sitzen würdest. Weil du siehst ja das Lenkrad vor dir, also Cockpit-Sicht, ja, und hast dann auch wirklich ein Lenkrad vor dir, ne? Das macht das Ganze nochmal ein bisschen realistischer. Das konnte mal auf der Gamescom konnte man das testen, aber da musstest du mit Termin angemeldet sein, um das zocken zu können. Also da warst du nicht irgendwie so, dass du dich da anstellen konntest und hinterher zocken, sondern du musstest da wirklich vorher irgendwie den Termin gemacht haben. Was ich schade fand. Aber vielleicht haben sie es ja dieses Jahr dann, dass du das da.
Rechts 6 plus und links 6. Machen kannst. Oh, au, au, au. Rechts 4 und links 5 und rechts 5 öffnet sich 100. Links 6, 130. Rechts 5 und links 4 plus 60. Ja, GTA mit Oculus Rift ist, jedes Spiel mit Oculus Rift ist immer mal um eine Ecke krasser, so besonders Horrorspiele. Also man wartet ja im Moment so, weil Oculus Rift kommt ja bald raus und Virtual Reality, sag mal so, die ein oder anderen Kids, die gibt's ja schon. Man wartet eigentlich nur auf den ersten Oculus Rift Toten. So, wenn es um Horrorspiele geht. Den ersten Herzinfarkt, ne, ist. Rechts 6 und links 4 plus. Okay. Rechts 5 und rechts 5, 50. Rechts 5 lang, scharfer 3 über Hügel. Und rechts 6 ist teuer nur. 120. Links 6 lang. Das fickt wortwörtlich erstmal dein Gehirn, wenn du es zum ersten Mal auffasst. Also, ich habe noch nie wirklich. Ich würde es gerne mal aufsetzen, so ein Ding, und mal testen. Also wie gesagt, du konntest halt nicht. Auch bei Project Morpheus, bei dieser Brille, die heißt ja jetzt PlayStation VR. Oder Sony VR, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die hätte ich auch gerne mal. Aber du musst da überall einen Termin haben, um da ranzukommen. Das ist halt die Scheiße. Sonst gerne. Ja, den Toyota mag ich zwar nicht, aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ja, das stimmt. Aber in Need for Speed, da kannst du ja echt gut verändern. Also, das sieht ja richtig geil aus. Ja, das ist ja so eine Rangliste, die sie ja immer machen, ne? Das ist ja, glaube ich, in so jedem Milestone-Spiel, dass du wirklich so eine große Rangliste hast, auf die du halt immer höher und immer höher kommst, sozusagen. Wenn du halt Punkte, du kriegst ja Punkte und mit denen steigst du immer höher und immer höher. In so einer, die besteht aber nur aus KI-Fahrern halt, ne? Das ist eigentlich nur so, das soll dir halt generieren, du fängst als kleiner Fahrer an und arbeitest dich hoch bis zum richtigen Rallye-Fahrer. Und ich werde auch mal zwischendrin werde ich mal hier diese ich glaube, das mache ich morgen. Das mache ich einmal mache ich ein Let's Play Sebastian Loeb Rallye Evo Karrieremodus und einmal mache ich halt ein Let's Play Sebastian Loeb Rallye Evo Loeb Experience. Weil das gibt's ja auch noch. Das ist bestimmt, so kann ich mir vorstellen, die Karriereleiter von dem Rallye-Fahrer halt, von dem Sebastian Loeb. Von klein auf bis zum großen WRC Rallye-Fahrer, wo er jetzt ist. Links 5 über Kuppe, 50. Ich bin mal gespannt, wie das ja, Finnland, ich mag es. Wie das aussieht. Also da bin ich mal gespannt. 3. Das sieht man dann morgen. 1, go. 60, rechts 6, schärfer. Links 5 über Kuppe, 50. Rechts 6, 40. Links 5 lang über Kuppe. Rechts 5 lang über Sprung, 60. Rechts 6 lang, 170. Aber man merkt, der fährt sich schon ein bisschen anders als der kleine Peugeot. 3 lang, 50. Also asiatische Autos haben meistens Heckantrieb. Rechts 6 über Kuppe, in links 6 lang schärfer. Weil sie halt so auf Drift auch manchmal aus sind. Rechts 6 plus und links 6. Es kann aber auch sein, dass es gibt auch manche mit Frontantrieb. Das ist richtig. Aber meistens sind so, naja, so asiatische Autos sind so Heckantrieb. Europäische sind mehr so Front- und Allradantrieb. Und amerikanische sind
Die Mauer. Sehr schön. Und amerikanische sind eh Heckantrieb, weil Muscle Cars, die mag ich ja gar nicht, weil ich fahre am liebsten asiatische und europäische Autos, weil amerikanische, die sehen zwar gut aus, haben auch voll die Power, aber die rutschen sowas von, weil die noch dieses, die sind ja auf so, oh, ich weiß nicht, wie das Fahrwerk sich nennt, aber das ist so ein Fahrwerk. Ich glaube, die Corvette, einer der Corvette hat schon das moderne Fahrwerk, die feuert sich dann halt eine Ecke besser als die anderen. Hey! Alter! Kann man die Sicht ändern? Nein. Oh, ehrlich, war so ein super Stunt gebracht, muss auch mal sein. Boah, alter Falter, ey. Was ist denn los? Okay, warte mal. Ich muss mich kurz konzentrieren. Rechts 6 und links 6 und rechts 6 plus 80. Am Kreuzung rechts 6 plus 40. Rechts 6 sehr lang 120. Man merkt, das ist eine ganz andere Stufe jetzt mit dem Toyota, als wie mit dem Peugeot noch war. Weil der rutscht dann doch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist wirklich Heckantrieb, weil das merkt man. Oh nein! Das ist so kacke. Rechts 6 lang 100. Sprung in links 4 lang, übersprungen 50. Rechts 6 plus 90. Boah, die Sprünge sind aber auch immer direkt in einer Kurve mit enthalten. Es ist unglaublich. Rechts 6 plus und links 6 über Hügel 110. Rechts 6 lang 70. Schau wieder, ey, in der Kurve kleine Hügel. Rechts 6 über Kuppe 60. Links 4 und rechts 4 schärfer. Links 6 minus lang 60. Grün heißt der Abschnitt, grün heißt der Abschnitt war gut und rot heißt war nicht gut. Also ja, rot ist, wenn du an Zeit verloren hast. Alter, ey, was für eine Strecke. Kuppeln rechts 6 und links 6. In rechts 6 plus über Kuppe. Oh, wirklich, Sprünge, die ganze links Zeit in der Kurve, ne? Links 5 lang schärfer, in rechts 4 minus. Links 5 minus, 100. Oh, das war echt scheiße jetzt. Rechts 6 plus 60. Na, glaube ich nicht mehr. 200. Na, no, der lässt sich ja kaum noch lenken. Alter, ne, ich starte nochmal neu. Puh, Alter, mit dem Toyota ist das nochmal ein anderes Kaliber. 2, 1, go. 60, rechts, 6. Nee, ich spiele noch auf Mittel. Ich habe nicht runtergestellt. Also, das ist. Runter stelle ich nicht. Das ist normale Dings. Need for Speed habe ich mir nicht geholt. Da warte ich bis. Meisten anderen Teile relativ schnell noch ein Apple und ein Ei kostet. Erstens vom letzten Teil, nächsten enttäuscht. Ja, das stimmt. Von den letzten Teilen, da war ich auch echt enttäuscht. Aber das ist wiederum wieder ein Need for Speed-Teil, was man sich eigentlich kaufen kann, weil hier mit dem Tuning und alles ist wieder richtig geil geworden. Also es hat mich, sagen wir mal, richtig gefreut jetzt wieder, dass wieder so ein cooler Teil rauskam. Dadurch, dass ich halt vorher noch die Beta spielen konnte und bei der Gamescom ausgiebig testen konnte, das Spiel, war es halt relativ klar, dass ich mir das direkt vorbestellt habe, weil das ist echt cool. In links 6 lang schärfer, in rechts 6. Rechts 6 plus und links 6 50. Rechts 6 minus 80. Rechts 6 50. Rechts 6 lang 70. Genau, da ist nachts. Oh Gott.
170. Links 6 plus und rechts 6, 80. Alter Schräg, also die Strecke hat jetzt schon ein bisschen was drauf, ey. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Links 6 lang, 60. Links 6 in rechts 6. Bin mal gespannt, hoffentlich patchen sie so diese kleinen Ruckler, die da manchmal kommen. Aber da mache ich mir, glaube ich, oh nein! Keine Sorgen. Mit dem Toyota muss ich noch ein bisschen üben zu fahren, ey. Der ist schon, also da muss ich ehrlich sagen, der hat schon echt... Rechts 6 in links 6 und rechts 6 plus 80. An Kreuzung rechts 6 plus 40. Rechts 6 sehr lang, 100. Power unterm Arsch. Links 6 lang und Kuppe. Rechts 5 plus lang, 70. Links 6, 50. Rechts 6, 50. Links 4 übersprungen. Kein Problem. Rechts 6 lang 100. Jo, bis später. Sprung in links. Ciao, ciao. Lang, Übersprung 50. So. Nicht, nicht schon wieder. Oh, Baum. Baum, Büsche, Büsche, Baum. Flipper lässt grüßen. Rechts 6 plus und links 6 über Hügel 110. Rechts 6 lang 70. Rechts 6 über Kuppe 60. Links 4 und rechts 4 schärfer. Links 6 minus lang 60. Kuppe in links 6 lang über Kuppe 60. Links halten, Übersprung 80. Kuppe in rechts 5 Übersprung und links 6 sehr lang 80. Ja, dieses kleine Ruckelige, was hier so ist, das Kuppe in rechts 5 Übersprung stört manchmal auch beim Lenken oder so. Die Lenkung ist dann nicht. Manchmal läuft es flüssig, manchmal. Oh. Kuppe in rechts 6 und links 6. In rechts 6 plus über Kuppe. Alter, das will ich doch wenigstens jetzt noch gewinnen. Links 5 lang schärfer, in rechts 4 minus. Links 5 minus 100. Rechts 6 plus 60. Links 6 200. So, jetzt wieder flüssig. Rechts 5 schärfer über Kuppe und links 6. Ziel. Hat das gereicht? Hat das gereicht? Ja, Gold, super. 5 Sekunden. Yeah. Passiert, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, das stimmt. Bei mir ist so, jede Fahrt ist einzigartig. Ballett auf Rädern, Rallye halt. Ballett auf Rädern, wird ja auch gesagt. Spiel auch meistens Mittel bei Spielen wie Project Cars, habe ich mir auf 75 hochgestellt und glaube 80 auf 85 Stärke würde locker gehen, wird halt auch kein Vollprofi. Oh! Oh! Ich fahre bei Project Cars auf 40 momentan. Da sind manche Rennen auch, da ist auch ein bisschen, weil die Steuerung da manchmal nicht gerade das ist, was man sich da vorstellt. Aber gut. Das ist je nachdem. World Standings. Und es war's auch schon heute, weil sonst wird der Stream zu lange, beziehungsweise die Folge zu lange. So. Ich verabschiede mich bei Sebastian Loeb Rallye Experience. Rallye Evo, nicht Experience. Morgen werde ich dann mal die Loeb Experience antesten. Mal gucken, was das ist. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ansonsten, wer noch weiter gucken will, bleibt jetzt dran, weil jetzt im Anschluss kurze Pause, aber dann um 0.40 Uhr bin ich dann wieder da mit Soma. Ein bisschen Horror. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ja.
Also, wer das gucken will, bleibt dran. Ansonsten, wir sehen uns morgen mit Sebastian Loeb, Rally Evo und Project Cars. In diesem Sinne, euch eine schöne Nacht. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Danke fürs Zuschauen. Bis nachher, beziehungsweise bis morgen. Ciao, ciao.